Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity. Wir sind in dieser seltsamen, wüstenartigen Spinnengegend und wollten so ein paar Spinnen auch angreifen. Ja, aber erstmal das Ei, dann kommen keine neuen. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich die anderen, um das Ei zu schützen. Ach, das Ei kann auch nicht um Hilfe rufen. Sehr gut, dass du weißt, was diese Fantasy-Eier können. Ah, der Sandsturm verlangsamt uns natürlich auch etwas. Ach so, das ist wohl dieser Stiefel. Ich verstehe. Ach, das ist ein Stiefel. Ja, oder nicht? Ja, ist ein Stiefel, aber... Vielleicht können wir es regnen lassen. Vielleicht bekämpft das ja den Staub in der Luft. Mal durchatmen. Der dann immer vom Linksten wieder neu reingeweht wird. Naja, aber reduziert wird er. Nein, das ist geschlüpft. Sandspinnling. Ja. Weil sie immun gegen alles ist. Also wir warten hier. Aber sie kann ja immer noch keinen Untoten beschwören, wenn wir so wenig Aktionspunkte haben. Aber sie hat auch keinen dazu bekommen. Ja, was ist denn das für ein Debuff? Guck mal nach. Maximale Aktionspunkte minus 4. Aha. Naja. Das ist natürlich nicht so gut. Dann sollten wir hier irgendwie früher oder später verschwinden. Oh, du hast jetzt Aktionspunkte. Ja, ich kann's halt. Sie auch. Göttliche Faust. 10 Aktionspunkte. Jetzt kannst das du. Ist eine Menge. Ja, das ist. So ein Sandsturm ist natürlich auch unangenehm, ne? Der schmürkelt ja quasi das Fleisch vom Knochen. Ach, so ein schönes Peeling. Ja, absolut. Besonders wenn die Haut da drunter ist und die Muskeln gepeelt werden. Ach. Oh, das war mächtig. Aber sie ist gar nicht wegteleportiert worden. Wo wolltest du sie denn hinmachen? Dahin. Seltsam. Wenn sie sich versteckt, vielleicht ist sie hier auch in ihrem Spinnennetz. Ja, ja. Dass sie schützt vor Teleportation. Das ist der Grund, der wahre Grund für Spinnennetze. 4000 EP. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mach keinen Level ab, wir wurden nur daran erinnern, dass wir hier noch Aktionspunkte bzw. Skillpunkte haben, die wir theoretisch verteilen können. Oh, da sind doch schon Spinnenkult-Schicksalsspinner. Ja, so Leute habe ich ja gefressen. Ja, das sind wahrscheinlich keine Spinner von Spinnen, sondern Spinner von Dummsein. Ich glaube, die verehren diese Brutmutter hier. Ist das eine Brutmutter? Irgendwo gibt es doch die Spinnenkönigin, das ist doch bestimmt eine Brutmutter. Ich glaube, die Original-Brutmutter gibt es nur in Warcraft. Ob wir das schaffen? Werden wir sehen. Geh weg. Schwach. Ja, ich würde vor Angst sterben, würde ich so eine große Spinne sehen. Ach. Die sind doch so filigran, da kannst du leicht ein Bein abpacken. Boah. Das macht denen ja nichts. Wir haben ja noch 7. Wenn wir ihn jetzt richtig wüten, was macht der denn? Ja, verbuddelt sich. Grundgütiger. Ach, hier sogar 2 vergiftet. Ja, aber der ist auch nicht so gut angefangen. Ja, wir sollten den Kampf womöglich auch erstmal umgehen, irgendwie, glaube ich. Ja, bis wir den Sandsturm abgeschaltet haben. Das ist bestimmt ein Schalter. Sandsturm aus. Ja, ich dachte eigentlich, dass es hier in dieser Grube weniger schlimm ist. Ich dachte es auch. Aber sieht ja so aus hier. So ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist, weil der Partikeleffekt erst berechnet wird, wenn man sich da aufhält. Mhm. Sofern es ein Partikeleffekt ist und nicht einfach nur irgendwelche Bilder. Also es ist echt eine Kackgegend. Was machen wir hier eigentlich? Wir suchen den Teleporter zu weiß. Da ist irgendwo so ein. Da wird mir reingehen. Oh. Ja, das sieht auch sehr schön aus. Wieder so ein
eine Schädelhöhle. Und zumindest wird kein Sandsturm in dem Schädel sein. Das stimmt. Unheilvolle Prüfungsstätte. Das hört sich doch gut an. Ja, klingt verlockend. Ja. Ah, wieder eine geheime Truhe gefunden. Super geheim. Ein Sextant. Endlich können wir auch navigieren. Gemälde eines Mannes. Ich dachte, wir... Das stellen wir mal hier hin. Für die Ambiance. Auch. Da, auf die Kiste. Becher Wasser sollten wir hier in der Wüste eigentlich mitnehmen, aber wir müssen ja nicht essen und trinken. Das fehlt mir auch noch. Du könntest Adora mal heilen. Bevor gleich was Unvorhergesehenes geschieht. Er trinkt ja jetzt hier Blut weg. Gemeinheit. Du hättest Gestank lernen sollen. Ich lerne nicht Gestank. Das ist irgendwo ein Tier. Ratte. Nein, wir sind mal weglaufen. Why, hello there. Quee, Hilfe! Ich habe mich verirrt. Ich habe versucht, zu dem versteckten Dorf der Makellosen zu gelangen. Ist dies der Weg? Why then? Bestimmt. Also was passiert denn hier bei dieser Götterstatue der Helden? Dreht euch um und geht, Suchender. Ihr seid vor eurer Zeit hierher gekommen. Nur diejenigen, die des Priesters Prüfung des Wissens in Silbertal bestanden haben, können weitergehen. Okay. So. Als ob uns das aufhalten würde. Wir gehen dahin, wo wir hinwollen. Ja, so sieht's aus. Es sei denn, es ist so eine Zaubertür, die wir nicht aufbrechen können. Und es sieht fast so aus. Ja, unsere Zeit ist noch. Die kommt. Des Priesters im Silbertal. Loik. Ja, der hat uns doch so ein Rätsel angeboten. Ein Rätsel? Ja, kein Rätsel, sondern so eine Prüfung. Wir müssen dann so Fragen beantworten. Ach, haben wir die falsch beantwortet? Wir haben die noch gar nicht beantwortet, weil wir uns einig waren, dass wir davon nichts wissen. Was war denn die Frage? Die haben wir uns noch gar nicht angehört. Ja, dann wissen wir es doch auch. Wie? Ja. Wenn wir die Frage nicht kennen, dann können wir ja nicht wissen, ob wir sie kennen oder nicht. Ja, so ein Teleporter. Oder ist das so ein Tor? Das ist ein Wegpunkt. Ah. Und da so kommen gut. Wir ja nicht hin. Nee, das wirklich nicht. Da müssen wir wohl draußen nochmal schauen. Oder ins Silbertal zurück. Ja, gehen wir hier mal rechts erstmal weiter. Vielleicht kommen wir irgendwo in eine windstille Gegend. Hier sind ja zwei Spinneneier. Also die Eier schaffen wir. Das wiederum könnte... Ich hoffe, die Eier kommen jetzt, schlüpfen jetzt nicht. Bevor wir sie angreifen. Das ist schwach. Ja, machst ja keinen körperlichen Schaden. Oder meinst du, das geht auf alle? Nee. Sollten wir es machen wie die Spinnen und uns vergraben? Dafür brauchen wir eine Schaufel. Ja, ich hab eine. Warum sind wir nackt? Weiß ich nicht. Vielleicht ist ihre Sachen kaputt. Oder es ist Fanservice. Red mal nicht den Fanservice schlecht. Was ist denn hier los? Haltbarkeit 88 von 90. Ah, vielleicht ist die Stärke verringert und deswegen wurde es abgelegt. Ach, das kann sein. Das ist natürlich dreist, ne? So verschwindet der Vergiftung, damit wir laufen können. Ne, ich glaube, unter ihm wird sie nicht verschwinden. Ach, das ist auch schon wieder schlecht. Er stirbt ja. Ich glaube, hier in die Gegend dürfen wir auch noch nicht.
Wir sollten tatsächlich zurück nach Silbertal und erstmal diesem komischen Monster helfen. Welchem Monster? Diesem Kopffüßler. Kopffüßler? Dieses Verwundete, ach so, was wir mal heilen wollten, das, aber ihm damit geschadet haben. Das ist ja wohl ein Monster. Naja, ein bisschen. Ja, ein Abendnutztier, würde ich es nennen. Na, wir gehen erstmal den Weg hier lang. Was haben wir hier? Spinnenei. Na ja, gut, die Eier waren nicht so stark, ne? Das sind aber viele. Und vielleicht werden sie nicht bewacht. Wir können einfach vorbeigehen. Da haben wir doch was Neutrales. Die Spinnenkönigin. Mit der können wir doch reden. Ich zumindest. Das ist ja ein Tier. Dann können wir ihn nicht fragen. Na. Ja. Ne? Kacke. Aber sie ist noch alleine. Ja, nicht mehr lange. Spinnenei. Fall hin. Ja, du hast gerade 45 Schaden gemacht und es ist so gar nichts von ihrem Lebensbalken weggegangen. Sie ist schon wieder viel zu negativ. Wir haben 45 Schaden gemacht. Ja, das fand ich auch gar nicht wenig, aber in Anbetracht ihrer Gesamtmächtigkeit. Mächtigkeit. Na, vielleicht schlüpfen ja die Eier nicht. Was bist denn du für ein Träumer? Ja, vielleicht schlüpfen die Eier nicht. Blub, blub, blub. Aber es sind nur Spinnen. Ja, und jetzt kommt so Säureregen, der uns quasi one-hittet. Lass mal gucken. Na, da. Ist doch schon Leben weg. Na gut. Ich gebe es dazu, die sind mächtig. Eine ganze Ecke dauern, bis wir hier irgendwas reißen. Wir könnten versuchen, uns vorbeizuschleichen nach Norden. Dabei waren wir schon so mächtig. Wir sind hier einfach falsch. Ah, nein. Wir gehen zurück. Gibt es ja eigentlich auch so Teleportationskristalle oder sowas? Nein. Wegpunktschreine. Ja, die kenne ich ja. Oh. Ja, aber die Brücke müssen wir. Die Truhe hat man, ne? Ja. Ja, das gefällt mir auch nicht mit diesem Wind und dem Sand. Das ist nix. Die Trollleiche. Arme Spinnen müssen hier leben. Ich glaube, sie sind dafür daran angepasst. Ach, das ist ein Briefkasten. Ich dachte, das wäre ein Heiltrank und wollte nicht mal einen nehmen. Dann ist das ein Briefkasten. Ja, hier, die. Die lassen wir in Ruhe. Der hat auch noch nicht getötet, ne? Man ist auch noch zu stark. Obwohl, der eine ist so verwundet. Wollen wir das nicht nochmal? Nein. Über das Vogelnest hier. Aber den komischen Gnom da können wir töten. I can only hope this might be a magpie's nest. Warum sollten wir ihn töten? Guck ihn dir an, er ist der Feind der Menschen. Aber er handelt doch mit uns. Ja, um Geld zu machen. Ja, profitieren wir doch alle von. Und er führt kein Schwert mit sich. Er hat einen Bogen auf dem Rücken, wenn ich es richtig gesehen habe. Den braucht er für die Jagd. Ja. Na, jetzt wollen wir erstmal die Prüfung hier sehen. Vielleicht bekommen wir dann unser komisches Amulett, wenn wir alle Prüfungen geschafft haben. Meinst du, dann sind wir hier irgendwie so hohe Priester des Ordens der Makellosen? Stimmt. So, gespeichert hast du ja, ne? Ja. Dann machen wir, ich möchte euch einige Fragen stellen, ne? Über meinen Beitritt, 2. Ich bin bereit. Lasst uns beginnen. Erste Frage. Zu Ehren der Göttin muss das Blut rot werden, was einst von den Sternen abstammte. Richtig? Bestimmt. Die haben ja auch hier rote Kleidung an. Stimmt. Jawohl, das ist richtig. Zweite Frage. Das Blut des höheren Wesens sollte verwendet werden, um den Geringeren zu dienen, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Richtig?
Falsch. Ja, eindeutig falsch. Das war nämlich umgedreht, das weiß ich noch. Naja, die haben nämlich die niederen Kreaturen geopfert, um die höheren Kreaturen zu retten. Dieser Annahme ist korrekt. Nein, nein. Ja, das ist nicht richtig. Müsste es doch sein. Ach so, da habe ich es gerade falsch verstanden. Ja, ja, du antwortest nämlich nicht auf meine Antwort. Ja, stimmt. Sondern auf seine Frage. Nein, umgedreht. Ich antworte quasi dir. Ich stimme dir zu oder so. Nein, nein, nein. Du antwortest die Hauptsache, auch. Wir sind uns einig. Dritte Frage. Nur diejenigen, die am Vergießen des Blutes teilgenommen und dabei den lebenden Stein erschaffen haben, den Stein vollgesaugt mit Blut, dürfen Makellose genannt werden, richtig? Keine Ahnung. Würde ich sagen, falsch, wenn wir beitreten können. Oder nicht? Mhm. Die am Vergießen des Blutes teilgenommen. Vielleicht müssen wir das noch machen, um Makellose zu werden. Das könnte sein, mach richtig. Die haben es ja mit Blut. Jawohl, das ist richtig. Ha. Sehr erfreulich, ja sogar beispielhaft. Ihr habt die Worte der Göttin verstanden und ich erachte euch als würdig genug für ihre wahre Prüfung. Denn nur die wahre Prüfung macht euch zu einem Makellosen. Lasst uns das Thema wechseln. Ich bin dann mal weg. Haha. Das ist schön, wir sind jetzt Makellose. Ja, das heißt, wir können jetzt da hochgehen und unsere Prüfung machen. Richtig. Aber vermutlich erst in der nächsten Folge, ne? Genau. Wir gehen jetzt nur schon mal ans Tor. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.